Hallo und willkommen bei Travel Life. Ich stehe gerade vor unserem neuesten Camper. Wir sind fertig geworden mit dem Umbau vom Van zum Camper und deswegen zeige ich ihn euch mal. So, wenn man die Türen öffnet, sieht man direkt hier den Gaskasten. Dieser ist mit einem Push-to-Open-System verschlossen. Und innen befindet sich die Gasflasche. Das ist alles so gebaut, dass es TÜV geprüft ist. Nach unten befindet sich auch ein Loch, falls Gas doch irgendwie austreten sollte. Die Gasflasche ist mit dem Gasherd in der Küche verbunden. So, das führt uns auch schon direkt in die Küche. Wir versuchen die Vans so zu bauen, dass wir den meisten Raum gut nutzen können, damit wir viel Fläche haben. So, wir haben hier ein paar Schubladen, als auch dort, die alle mit einem Drehverschlusssystem verriegelt sind. Das heißt, während der Fahrt sollten die Schubladen auch nicht aufgehen. Um die Schubladen zu öffnen, dreht man einfach am Knopf und kann diese dementsprechend entlocken. So, die nächste besondere Sache befindet sich hier unten. Und zwar haben wir hier eine Tafel, sodass man mit Kreide alles draufschreiben, draufmalen kann und auch wieder wegmachen kann. Und auch hier drin befindet sich immer noch ein bisschen Raum. Direkt daneben befindet sich auch schon der Kühlschrank. Das Besondere am Kühlschrank ist, dass der Kompressor nicht im Kühlschrank ist, so dass man im Kühlschrank deutlich mehr Platz für Essen hat. Ja, und wenn man im Van kocht, dann kann man die Lüftung anschalten, sodass die Gerüche und die Luft raus können. Aber man kann es auch so einstellen, dass frische Luft in den Van reinkommt. So, und das führt uns auch schon zum nächsten Teil, und zwar dem Bad. Hier befindet sich eine Dusche, sowohl als auch die Toilette. Die Toilette kann man während der Fahrt befestigen oder man kann die Toilette auch raustun, damit man gemütlich duschen kann. Der Van hat so ca. 105 Liter Frischwasser, ist auch 6 Liter Warmwasser, das heißt, man kann auch mal warm duschen. So, jetzt kommen wir zum zweiten Teil der Küche. Auch hier haben wir ein paar Hängeschränke angebracht. Hier wieder die Schubladen mit dem Drehverschlusssystem. Und noch eine kleine besondere Sache ist hier ein Geheimversteck, falls man Sachen im Van. Wenn man den Van verlassen will, dann kann man seine Sachen auch hier unterbringen. An der Tür befindet sich zudem der Frischwassersensor, als auch der Schmutzwassersensor und die Wasserpumpe. So, dann wollen wir das Versteck mal öffnen. Da muss man an dem kleinen Bändel hier vorne ziehen. Und hat somit ein bisschen Raum, ein paar Dinge dort zu verstecken. So, das bringt uns auch schon zum den nächsten kleinen Details. Und zwar haben wir hier einen Schalter, mit dem man das Bett hoch und runter fahren kann, aber das zeige ich euch auch noch später. Hier befindet sich dann noch ein Schalter für den Wechselrichter, so dass man das 230 Volt System aktivieren kann. Daneben befindet sich der Schalter für die Bodenheizung. Das heißt, im Winter oder kalten Tagen kann man ganz einfach diesen Boden als auch den Boden darüber beheizen. Hier befindet sich in der Küche außerdem noch eine Steckdose und wir haben auch noch zwei weitere Steckdosen unterhalb des Tisches. So, das führt uns eigentlich auch schon zur Sitz-, Ess- und Schlafecke. Da haben wir einen Laguntisch eingebaut. Das heißt, man kann den Tisch einfach bewegen, hat so mehr Platz zum Sitzen und kommt auch besser an die Hängeschränke dran. Und was auch sehr cool ist, in dem Hängeschrank befindet sich auch noch ein Wi-Fi-Router mit einer Antenne am Dach, dass man auch WLAN während der Fahrt hat. So, hier sind noch ein paar weitere Schalter. Wenn man an den Schaltern dreht, kann man das Licht im Van ein bisschen dimmen. Beziehungsweise auch das Licht in der Küche und im Bad an- und ausschalten. So, wenn wir dann noch einen Blick nach da unten haben, dann ist da die Dieselheizung. Das heißt, man kann an kalten Tagen auch warme Füße haben. Ja, noch eine besondere Sache ist unser Dachfenster. Man kann wunderbar das Sonnenlicht reinlassen.
als auch das Ungeziefer rauslassen. Und man kann den ganzen Van auch abdunkeln. Das gleiche gilt auch für die Seitenfenster rechts und links. Jetzt wollen wir das Ganze mal zum Bett aufbauen. Dafür müssen wir den Tisch einmal rausheben, indem wir den Hebel lösen. Dann können wir den Tisch ganz einfach rausheben, fahren das zur Seite, müssen dann noch die Stange hier entfernen. Die können wir einfach unten hinlegen, sowie auch das Polster, das überflüssig sein wird. So. Als nächstes heben wir die Tischplatte wieder rein, sodass wir eine Liegefläche bauen. So. Und brauchen nur noch die Polster. Und so haben wir auch schon das Bett fertig gebaut. Das hat hier in der Mitte eine Größe von 1,40. Hier oben ist es ein bisschen breiter von 1,60. Und jetzt aktuell hätten wir eine Länge von 1,85. Aber wie auch eben schon beschrieben, ist das Ganze ein Hubbett. Das heißt, wir können es einfach hochfahren bis zu der Ebene, dass wir hier noch weitere 10 cm dazu gewinnen, auf jeder Seite, also 5, dass wir insgesamt eine Länge von 1,95 m erreichen. Wenn wir das Bett noch weiter hochfahren, können wir euch von hinten auch nochmal zeigen, dass man so auch nochmal super viel Platz im Kofferraum hat. So, wir sind jetzt gerade hier hinten am Van und wie wir schön sehen, ist auch gerade das Bett komplett hochgefahren, was Linja gerade gemacht hat. Und jetzt sehen wir haben hier richtig viel Platz. Also ich kann mich hier mal reinsetzen zum Vergleich. Und jetzt kann man hier halt super während der Fahrt sperrige Sachen unterbringen. Also man kann das quasi reinladen und muss sich auch nicht Gedanken machen, dass es irgendwie geklaut wird. Sollte man das sonst halt außen dran machen oder so. Genau. Hierzu, das sind die zwei Linearmotoren, also die sind quasi die, davon sind insgesamt 8 verbaut an jeder Ecke und die sorgen einfach dafür, dass man halt per Schalterdruck das Bett hoch und runter fahren kann. Der Wassertank hier sieht man ja auch, da haben wir noch hier ein quasi ein schnelles Entleerungssystem gebaut, einfach, dass man, wenn man den Van für längere Zeit irgendwo parkt, abstellt, dass man quasi das ganze Wasser auch aus dem Wassertank rausbekommt. Die öffnet sich, dann lässt sich dann hiermit öffnen. So, wir befinden uns jetzt gerade hier vorne im Cockpit des Vans und ich zeige euch jetzt mal, was wir hier noch verändert haben. Das allererste wäre jetzt erstmal das Radio. Wie wir sehen, haben wir jetzt ein Touchradio eingebaut. Das haben wir vor allem gemacht, weil wir 3 Kameras insgesamt in den Van eingebaut haben. Die erste Kamera, ganz normal, kennen wahrscheinlich viele, das ist die Rückwärtsfahrkamera. Wenn ich im Rückwärtsgang reingehe, dann sehen wir die Sicht hinten vom Van. Genauso, wenn ich jetzt wieder rausgehe, dann kommt direkt automatisch wird die Frontkamera angezeigt. Das hilft einfach zum Parken, dass wir ein bisschen nochmal einfacher haben, den Van einzuparken. Und die dritte Kamera, die wir eingebaut haben, die befindet sich... Also da befindet sich der Schalter hier. Also wir haben einen Schalter eingebaut, weil die auch noch LEDs hat. Dann leuchtet der Van quasi nicht von unten. Und da können wir direkt mal drauf gehen. Und wie wir sehen jetzt die Untenansicht vom Van. Also hier sehen wir den Abwassertank. Und damit kann man quasi, also der Vorteil davon ist, warum wir es eingebaut haben, ist, dass man jetzt über einen Gully fahren kann, wenn der Abwassertank voll ist. Und mit dem Switch oder mit dem Schalter, der hier hinten ist, wenn wir den mal aufmachen, dann sehen wir, öffnen wir das Ventil und es kommt ein bisschen Wasser raus. Also gerade ist er nicht voll, deswegen ist das jetzt nicht viel. Ich mache es direkt mal wieder zu. Genau, und dadurch können wir halt super unseren Tank ganz gemütlich entleeren über dem Gully und müssen nicht immer wieder aussteigen und gucken, ob wir jetzt halt runter sind. So, ich gebe euch jetzt noch ein paar Infos zum Van. Erstmal ist das ein Peugeot Boxer mit der Größe L2H2. Das ist also, wie ihr seht, ein relativ kompakter Van. Das haben wir bewusst so gewählt, weil wir immer noch alles, was man so braucht, also ein Bad, eine Küche, eine Sitzecke, ein Bett reinbekommen haben. Aber der Van halt trotzdem extrem klein ist, was halt einfach super ist fürs Fahren und fürs Parkplatz finden und so, weil ich
meine, klar, eigentlich ist der Van dafür gemacht, dass man auch autark steht, aber realistisch ist halt einfach so, dass man damit halt auch über Straßen fahren muss und einen Parkplatz finden muss, auch so mal. Und auch mal, man will ja auch mal in eine Stadt reingehen oder so. Und das geht mit dem Van halt auf jeden Fall auch. Genau, dann werden wir weiter außen gucken. Da oben sehen wir unsere Solaranlage. Das sind insgesamt 410 Watt, die wir da verbaut haben. Das ist so viel, wie wir draufpacken konnten mit den ganzen Fenstern, die wir noch da haben. Und dann, wenn man da jetzt weiter guckt, sieht man so Pins. Das sind Mobilfunkantennen, davon haben wir insgesamt zwei verbaut, einen auf jeder Seite. Weil ja, wie Linda schon angesprochen hat, wir Internet im Van haben. Also wir haben einen Router eingebaut, der halt den Mobilfunk über diese Antennen bekommt. Und so hat man halt einfach eine super Abdeckung, auch wenn man mal irgendwie in der Natur steht, wo tendenziell ja das Internet nicht mehr so gut ist. Und auch erst recht dadurch, dass wir auf jeder Seite eine Antenne haben, hat man wirklich eigentlich den bestmöglichen Empfang, den man haben kann. Genau, also wie schon gesagt, wir haben 410 Watt Solarpanel. Dann haben wir generell ein relativ großes Elektrosystem. Also das ist ja schon mal einmal sehr viel Solar auf jeden Fall, was wir da haben. Dann haben wir relativ große Batterien. Das sind insgesamt 200 Amperestunden Lithium-Batterien. Das sind auch besondere Batterien, die halt im Winter auch noch sehr effizient laden, weil die sich selber ein bisschen aufwärmen, wenn es denen zu kalt wird. Weil wenn es denen zu kalt wird, dann laden die nicht mehr so effizient. Und die haben das Problem halt umgangen, indem sie sich selber aufwärmen. Unser Elektrosystem, das spielt alles super ineinander und es ist echt smart gelöst auf jeden Fall. Wir haben zum Beispiel ein Gerät nur für die ganze 230 Volt Anlage, also einer, der das Laden dann auf die Batterien regelt vom Außenstrom, den Außenstrom auf die Steckdosen bringt, der auch noch gleichzeitig unser Inverter ist. Also da spielt alles ineinander und ist quasi optimal gelöst. Genau, der Inverter kann 1000 Watt liefern. Das ist eigentlich alles, was man braucht. Also wesentlich mehr braucht man eigentlich in der Regel nie, also auch im normalen Haushalt nicht. Da kann man echt fast alles laufen lassen, was man laufen lassen will. Dann unsere 12 Volt Anlage ist auch quasi alles von einem Gerät geregelt, was halt den Solarstrom quasi in die Batterie einspeist, aber auch die Ladung über die Lichtmaschine. Also über die Lichtmaschine kann unser Van auch die Versorgerbatterien laden. Das spielt zusammen und dann kann natürlich gleichzeitig auch noch, wenn die Versorgerbatterien voll sind, das Solarpanel die Starterbatterie laden. Also das spielt auch alles untereinander und ist einfach super gelöst worden. Dann Lynn hat ja vorhin schon unser Wassersystem angesprochen. Da haben wir auch ein relativ großes Wassersystem. Wir haben insgesamt 111 Liter, die man tanken kann quasi, weil wir einen 105 Liter Frischwassertank haben und dann nochmal den Wasserboiler, der 6 Liter umfasst. Und auch da war es natürlich wichtig, dass der Van halt autark sein kann, darum dieser große Tank. Und wir haben auch noch einen Wasserfilter verbaut, dass man auch nicht immer auf das sauberste Trinkwasser angewiesen ist. Hier befindet sich jetzt unser Elektrosystem. Da kommt man ganz einfach dran, indem man einfach das Ding hier rausnimmt. Und dann hat man hier alles, woran man mal irgendwie spontan vielleicht drankommen muss. Unser Haupttrennschalter, die großen Sicherungen, dann die FI-Schutzschalter mit Sicherung und die 12-Volt-Sicherung. Das Ganze kann man auch ganz einfach dann wieder hier reinsetzen. Und dann ist das hier fest und es rüttelt nichts. Und genau dasselbe haben wir nochmal auf der anderen Seite fürs Wasser. Also da kommt man dann an die Tankklappe, an die Wartungsklappe vom Wassertank dran und so generell ans Wassersystem. So Leute, das war die Van-Tour. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Falls ihr selber Bock bekommen habt, mit dem Van mal unterwegs zu sein, dann schaut mal auf unsere Webseite nach. Da haben wir den Van nämlich gerade zum Verkauf inseriert. Und ja, generell findet ihr da noch ein paar mehr Infos zu uns, zum Van und was wir so machen.